also wie auch immer, ist die Wissenschaft, die wissenschaftliche Meinung gibt es in den seltensten Fällen. Ja, wir leben in der Demokratie, jeder weiß, was Demokratie ist. Naja, wenn man darüber nachdenkt, schon divergieren die Auffassungen. Wenn die Menschen den Eindruck haben, diese Internationalisierung und Verrechtlichung der politischen Praxis führt zu einem Kontrollverlust, dann ist das ein Konjunkturprogramm für rechtspopulistische, manchmal auch linkspopulistische Parteien. Das erleben wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview im Rahmen des Themenschwerpunkts Demokratie für Präfaktisch, das gleichzeitig auch das Auftaktinterview im Rahmen der Reihe Säulen der Demokratie, des Lehrstuhls für politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte darstellt. Ich freue mich außerordentlich, heute Herrn Prof. Dr. Dr. Julian Nieder-Rümelin an meiner Seite begrüßen zu dürfen und hier im schönen München mit Ihnen über aktuelle Herausforderungen der Demokratie sprechen zu können. Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch. Gut, Herr Nieder-Rümelin, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren sowohl theoretisch als auch praktisch mit der Demokratie. Das führt mich direkt eigentlich auch zu meiner ersten Frage. Würden Sie denn sagen, dass diese spezifische Perspektive, also die theoretische, aber eben auch praktische Arbeit mit der Demokratie, Ihr ganz persönliches Demokratieverständnis geprägt hat? Naja, klar, man kann sagen, aus Gründen, die einem selber dann oft gar nicht so ganz bewusst sind, changiert gewissermaßen mein Leben, teilweise auch das berufliche Leben, zwischen Politik und Philosophie. Ich habe mich sehr früh politisch engagiert, wenn man das mal ganz großzügig interpretiert, naja, Schulsprecher, so hieß das damals, jetzt heißt Schülerinnensprecher, bin ich ja irgendwie mit 17 geworden oder sowas, war auch für mich ganz ein wichtiger Akt, musste auch da ein bisschen raus aus meiner Eigenbrötelei, die mir eigentlich eigen ist. Das ist auch interessant, dass man in der Politik auch als jemand, der eigentlich gerne allein ist, durchaus Erfolg haben kann. Und dann hat mich das ganze Leben lang begleitet. Also Bund Naturschutz, Initiativkreis Neue Sicherheit, also Friedensbewegung, auch SPD, aber auch andere Organisationen. Ich habe mich engagiert, nicht um daraus einen Beruf zu machen, sondern weil ich das wichtig fand. Und auf der anderen Seite die, wenn man so will, reine Wissenschaft, am Anfang schwankend zwischen Naturwissenschaft und Philosophie und dann mich für die Philosophie entschieden. Und dann war es so, dass die akademische Entwicklung ebenfalls zwischen diesen beiden Disziplinen changierte. So etwa ein Drittel meiner Berufstätigkeit war ich an politikwissenschaftlichen Instituten oder an einem politikwissenschaftlichen Institut, nämlich das Geschwister-Scholl-Institut in München, war dann auch später Direktor nach meiner politischen Zeit, sodass also ich gar nicht so der reine Philosoph bin, auch wenn es die primäre Ausbildung ist, sondern doch einen starken auch politikwissenschaftlichen Strang gewissermaßen habe. Und Demokratie ist komplexer, als man denkt. Ja, wir leben in der Demokratie, jeder weiß, was Demokratie ist. Naja, wenn man darüber nachdenkt, schon divergieren die Auffassungen bis hinein in die Wissenschaft, nicht nur zwischen den Parteien und in der öffentlichen Debatte, sondern tief hinein in die Wissenschaft. Ich habe jetzt über Jahre an der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften eine Arbeitsgruppe, ein bisschen hochgestochen formuliert, bin ich dran schuld, normative Konstituenzien der Demokratie. Gemeint ist, das sind die wesentlichen Merkmale. Wenn die nicht erfüllt sind, ist es gar keine Demokratie. Und wir haben da so verschiedene Kategorien diskutiert. Und da stellt sich heraus, es gibt durchaus auch in der Politikwissenschaft renommierte Kollegen, die sagen, der Populismus ist eigentlich eine Stärkung der Demokratie, keine Schwächung, weil er das Eigenpopulus, ja, das ist ja das Volk. Also Demokratie, Demos ist auch das Volk. Bisschen was anderes vielleicht. Griechen haben unterschieden zwischen Ethnos und Demos. Demos ist sozusagen ein Staatsvolk, die eben in einer Polis zusammenleben. Und Ethnos ist was anderes, deswegen auch ethnisch. Aber wie auch immer, jedenfalls kann man sagen, ja, Populismus, was habt ihr? Das ist doch Demokratie. Alle Macht geht vom Volke aus. Während ich sagen würde, Populismus ist durchgängig, ob nun links oder rechts, vor allem rechts, aber nicht nur rechts, auch links, zum Beispiel in Südamerika, eine Gefahr für die Demokratie. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Führt mich vielleicht auch schon zu meiner nächsten Frage. Ich nehme an, Sie spielen unter anderem auch auf radikale Demokratietheoretiker an, die ja sagen würden, wie zum Beispiel Chantal Mouffe eben, nicht nur der Populismus, sondern vielleicht auch generell der Dissens, der Konflikt ist das, was wir in der Demokratie brauchen, damit die Demokratie langfristig stabil ist und funktionieren kann, wohingegen deliberative Demokratietheoretiker ja sagen würden, es ist doch vielleicht eher der Konsens und der Kompromiss,
an dem wir uns orientieren müssten. Könnte man sie dann auch in der Ecke der deliberativen Demokratietheoretiker verordnen? Das ist eine interessante Frage. Also die Arbeitsgruppe, die ich jetzt zum Beispiel leite, ist sehr stark geprägt durch Habermas-Schülerinnen und Schüler. Ja. Regina Kreide, Rainer Faust und so weiter. Und da kommt dann manchmal so die Vermutung auf, aha, ich komme eigentlich auch aus der Frankfurter Schule. Das ist falsch. Ich komme nicht aus der Frankfurter Schule, sondern aus der analytischen Philosophie. Und gerade in dieser Frage, da kann man das so schön deutlich machen, gibt es einen erkenntnistheoretischen Dissens mit den Frankfurtern, noch viel massiver mit den Radicals oder Radikalen, Chantal Mouffe. Die haben sie sehr wohlwollend gerade interpretiert. Ich interpretiere sie kritischer, kann ich gleich noch was dazu sagen. Und sie haben das schön dargestellt. Die eine Seite setzt letztlich das Streben nach Konsens, rationaler Diskurs. Im Idealfall sind wir uns einig. Und die andere Seite sagt, nein, das ist überhaupt nicht der Idealfall. Es gibt agonistische oder antagonistische, die eher marxistische Sprache sagt, ja, antagonistisch. Und Chantal Mouffe ist schon auch im Kern, würde ich sagen, marxistisch geprägt, aber sie versteht sich als Postmarxistin. Na gut, deswegen spricht sie von agonistisch. Der Konflikt gehört dazu. Es gibt den eigentlichen Grundzeugen, der steht rechts, das ist Carl Schmitt. Ja, also Politik ist nur überhaupt realisierbar in Gestalt von Freund-Feind-Verhältnissen. Ja? Das sind meine Gegner. Ja? Und ihr gehört dazu. Und so konstituiert sich Politik. Und das Interessante ist jetzt, also auch für mich selbst, ich habe da mich wenig auseinandergesetzt im Detail mit Chantal Mouffe oder mit der deliberativen Demokratiekonzeption von Habermas. Es gibt ja auch aristotelische deliberative Demokratiekonzeptionen und viele andere. Sondern ich habe eher meine eigene Konzeption entwickelt. Und da ist eben, stellt sich heraus, ja, beide haben irgendwie Recht und auch Unrecht. Und ich spreche dann da von einem Konsens höherer Ordnung. Also ohne eine Verständigung darüber, in welcher Form wir Konflikte austragen, wo die Grenzen kollektiver Entscheidungen sind, zum Beispiel, weil es individuelle Rechte gibt, die Individuen haben, oder Minderheitenrechte, die Gemeinschaften haben, die nicht eine Chance haben, die Mehrheit hinter sich zu bringen in der Demokratie, kann es gar keine Demokratie geben. Das heißt, wir brauchen einen Konsens höherer Ordnung. Da sagen da manche, na gut, und wenn es den nicht gibt, in der Tat, wir streiten ja auch über Verfassungsnormen, na gut, da muss man noch eine Stufe höher gehen, da müssen wir wenigstens einen Konsens darüber haben, wie man mit solchen Konflikten umgeht. Irgendwo brauchen wir einen Konsens. Und zwar aus dem sehr viel tieferen Grund heraus, dass, also jedenfalls, wenn man der Auffassung ist, es gibt keine Herrschaftsordnung von Natur. Ja, Aristoteles würde sagen, es gibt im Oikos, in der Hausgemeinschaft, eine Herrschaftsordnung von Natur, der Freien über die Sklaven, Eltern über Kinder, horrible dictu, Männer über Frauen. Außerhalb des Oikos gibt es keine Herrschaftsordnung von Natur, physae, sondern dort muss gewissermaßen das Politische durch freiwillige Kooperation der freien Männer, Griechen, ja, vielleicht 20% der damaligen athenischen Bevölkerung, erst gestiftet werden. Also wenn man diese Auffassung ist, allerdings jetzt verallgemeinert, ja, also nicht verengt auf männliche Haushaltsvorstände, sondern auf Bürgerinnen und Bürger einer Demokratie, dann kommt man eigentlich zum Ergebnis zu sagen, na gut, in der Tat, es gibt keine legitime Herrschaft, die nicht von uns allen befürwortet wird. Weil sonst wäre ja die Person, die da nicht dafür ist, wäre ja unterdrückt. Und die Mehrheit allein stiftet keine Legitimation. Die können sich erstens irren und zweitens, warum soll eine Mehrheit über eine Minderheit regieren? Stell sich vor, der Staat ist gesellschaftlich, kulturell gespalten. Es gibt irgendwie 60%, die sprechen eine Sprache, vielleicht leben sie noch in einer bestimmten Region, haben eine bestimmte lebensweltliche Praxis und die anderen sind anders und sprechen eine andere Sprache, leben in einer anderen Region. Ja, soll das eine Demokratie sein, wo die 60%, die 40% immer dominieren? Natürlich nicht. Und solche Staatsgebilde, siehe Brasilien oder eben Belgien oder Schweiz, entweder sie zerbrechen oder sie finden eine Lösung des fairen Umgangs miteinander. In der Schweiz, indem man die wichtigen Entscheidungen auf die Kantone nach unten verlagert, dort Sprachregime etabliert, oder in Belgien, ganz kompliziertes Verfassungsgebilde mit drei Sprachgemeinschaften, drei Regionen und zwei Sprachgemeinschaften und so. Das kann auf keinen Fall als Zentralstaat funktionieren. Das heißt also, Demokratie ist kollektive Selbstbestimmung, das ist meine Definition, kollektive Selbstbestimmung der Freien und Gleichen und Kooperationsbereiten
und hinreichend vernunftfähigen, also extrem voraussetzungsstark. Und kollektive Selbstbestimmung beinhaltet zum Beispiel auch, ich kann nur zustimmen, wenn ich sicher bin, dass meine individuellen Rechte, die ich brauche, um mein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, dass die auch garantiert sind. Deswegen halte ich es, neige nicht dazu, das Bundesverfassungsgericht zu kritisieren, aber in dem Punkt tue ich es dann doch. Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Urteilen das Demokratieprinzip gegen das Rechtsstaats- oder Rechtsprinzip gestellt. Das ist leichtfertig, denn ohne Rechtsstaatlichkeit keine Demokratie. Aus genau dem Grund, wir könnten nicht zustimmen, wenn der Rechtsstaat mit seiner Garantie individueller Rechte, Artikel 1 bis 19, erinnert stark an die General Declaration of Human Rights, 1948, 1949, alles kein Zufall. Wenn man das mal so sieht, dann ist völlig klar, die normative Grundlage der Demokratie und der Menschenrechte ist im Grunde im Wesentlichen dieselbe. Und diese normative Grundlage, die besteht eben darin, dass wir respektvoll mit Individuen umgehen, aber auch Individuen als Mitglieder von Minderheiten zum Beispiel schützen. Deswegen Minderheitenschutz, das kann man auch kollektivistisch interpretieren. Ich interpretiere es jetzt, wie Sie sehen, individualistisch. Und das ist essentieller Teil der Demokratie. Wenn man das rausschneidet, Demokratieprinzip als solches, die Mehrheit entscheidet, ist nicht Demokratie. Das leitet eigentlich perfekt tatsächlich zu meiner nächsten Frage auch über. Ich bin über den Begriff kollektive Selbstbestimmung auch schon in Ihren Publikationen gestolpert. Den machen Sie ja sehr stark. Ich habe, weil Sie Freiheit, Gleichheit aller erwähnen, mich da sofort auch an vertragstheoretische Konzeptionen erinnert fühlt. Ja. Die Klassiker Locke, Rousseau, Hobbes, Kant. Würden Sie sagen, dass Sie vertragstheoretisch sehr geprägt sind? Wir haben ja jetzt gehört, zwischen deliberativer und radikaler Demokratietheorie eher deliberativ, aber eben sehr eigenes Konzept. Kann man sagen, dass das eine Tradition ist, an die Sie anschließen? Ja, also sagen wir mal so, mich hat John Rawls schon sehr beeindruckt, auch irritiert. Der hat ja einen ganz ungewöhnlichen Stil, gerade als Analytiker. Ich komme ja aus der analytischen Philosophie, denkt man erstmal im Moment Harvard-Universität, ebenfalls analytische Tradition. Das Buch, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat es, also jedenfalls hunderte von Seiten, meandert so ein bisschen, es wird erst eine Theorie entwickelt, dann interpretiert er sich selbst, das hat er auch in späteren Schriften gemacht, auch das ein bisschen irritierend, warum interpretiert er sich jetzt selbst und dann ist die Interpretation vielleicht doch eine Modifikation und so. Also schon etwas ungewöhnlich und auch irritierend, für mich jedenfalls. Und ich halte sogar die Theorie im harten Kern für nicht plausibel. Also ich glaube nicht, dass diese Ableitungsidee aus Rationalität und Veil of Ignorance, also Schleier des Nichtwissens, wirklich ein überzeugendes Rechtfertigungsargument ist. Aber trotz dieser Defizite und trotz der Schwächen ist nämlich eigentlich gar keine Vertragstheorie, sondern was er da entwickelt, ist eigentlich eine Theorie des unparteiischen Beobachters. Das war ihm aber offenbar selber nicht bewusst. Trotz dieser Defizite hat mich diese Art, Probleme zu behandeln. Also wir wissen nicht genau, was Gerechtigkeit ist. Jetzt schichten wir mal ab. Vielleicht wissen wir eher, was Fairness ist, fairer Umgang mit unterschiedlichen Interessenlagen. Vielleicht finden wir ein Modell, was diese Fairness operationalisiert. Genauso hat er es gemacht. Der Schleier des Nichtwissens ist das ungefähr. Dann verlangen wir von den Leuten, sich in diese Situation hineinzuversetzen, sagt er nicht so explizit, ja, aber das ist natürlich gemeint, versetzt euch in eine solche Situation hinein, um solche Dinge zu beurteilen. Ja. Und dann kommen wir vielleicht zu Prinzipien, an denen sich die Demokratie, davon spricht er auch nicht, er spricht ja immer nur von einer Theorie der Gerechtigkeit, orientieren kann. Und jetzt ist mir relativ spät erst aufgegangen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen dazu einen Text geschrieben, aber noch nicht publiziert, dass man damit ja eine ganz, eigentlich wenn man das zu Ende denkt, eine ganz merkwürdige Konsequenz hat. Nämlich, wenn man mal sagt, also Gerechtigkeit ist das, was ich gegenüber jeder Person rechtfertigen kann. Das ist ja der kontraktualistische Ansatz. Allerdings nicht wie bei Hobbes und der hobbesianischen Tradition lediglich durch das jeweilige Eigeninteresse. Rawls changiert da ja so ein bisschen. Eigentlich ist nur das Eigeninteresse wechselseitig desinteressierte, nur eigeninteressierte Individuen, die aber unter einem Schleier des Nichtwissens stehen, nicht wissen, wer sie sein werden und deswegen gezwungen sind, sich fair zu verhalten. So etwa ist ja das Modell. Das heißt, er hält ja eigentlich an eben wechselseitig desinteressierten Individuen fest. Aber dieser Fairness-Grundsatz zwingt uns natürlich darüber hinauszugehen und zu sagen, ja Moment, ich bin vielleicht Christ und ich mag nicht in Gesellschaften leben, in denen Muslime leben oder umgedreht.
Aber Veil of Ignorance, ich weiß ja nicht, wer ich bin, also werde ich dafür sorgen, dass wir alle Religionsfreiheit genießen. So ist ja im Wesentlichen das Argument. Und das ist ja ein ethisches. Ja? Versetzt euch in eine solche Lage. Muss ja niemand. Ja? Das ist ja eine Überwindung des reinen egozentrischen Standpunktes. Und wenn man das also zu Ende denkt, dann führt das dazu, Gerechtigkeit ist, man versteht unter Gerechtigkeit am besten ein Merkmal, eine Ordnung, der alle vernünftigerweise zustimmen können. Mhm. Dieses vernünftigerweise heißt nicht nur gegeben meine Interessenlagen, sondern auch gewisse ethische Einschränkungen, so etwa. Ja, das ist so der Ansatz der Kärntchenkonstruktivismus. Honora O'Neill und Christine Korsgaard und so sich noch ein bisschen radikalisiert, auch zum Teil problematisch entwickelt. Und wenn man das so sieht und jetzt die Definition, die ich vorher vorgeschlagen habe, Demokratie ist kollektive Selbstbestimmung der Freien und Gleichen, Vernunftfähigen und Kooperationsbereiten, dann konvergieren diese beiden Konzeptionen interessanterweise. Mhm. Dann ist Gerechtigkeit und Demokratie, im Wesentlichen dasselbe. Deswegen kann man auch ruhig sagen, John Rawls hat eine Demokratietheorie entwickelt, obwohl er das explizit nicht hat. Ja? Mhm. So. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, das ist mir jetzt eben erst so richtig klar geworden, ich bin ja metaethisch Realist, das heißt, ich bin der Meinung, es gibt gute Gründe und schlechte Gründe und die Motive, die wir haben, konstituieren für sich genommen noch keine Gründe, sondern wir sind auf der Suche nach den guten Gründen. Und wir streiten darüber, sonst könnten wir eigentlich auch gar nicht streiten, sondern müssten uns wechselseitig mitteilen, welche Präferenzen und Einstellungen ich habe. Kann ich sagen, ja, interessant, dass du es mir mitteilst, aber warum soll man dann streiten? Also wir haben im Grunde eine Diskurspraxis, die für eine realistische Interpretation spricht. Eine nicht realistische ist eigentlich, die gilt als die exotische, aber eine nicht realistische, die realistische gilt als die exotische, aber die nicht realistische ist eigentlich exotisch angesichts unserer Diskurspraxis. Wenn man dieser Auffassung ist und sagt, was sind denn nun Menschenrechte? Menschenrechte sind diejenigen Rechte, die Individuen haben, die nicht abhängig sind von bestimmten Kontexten, kulturellen Kontexten, politischen Kontexten und so weiter. Deswegen dieser universalistische Anspruch. Mhm. Da muss natürlich zwangsläufig eine Art Minimalanthropologie dahinter stehen. Menschen sind irgendwie in vielem gleich, auch wenn sie aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen, weil das rechtfertigt dann die Menschenrechte. Und die sind ja nun allgemein politisch akzeptiert, nicht in der Praxis unbedingt, aber jedenfalls in der Theorie von den allermeisten Staaten der Welt. Manchmal mit so Kautelen, die natürlich problematisch sind. Und dann hat man etwas ganz Merkwürdiges, wenn man da Realist ist, dann heißt es, wir erkennen es. Also sozusagen, Menschenrecht ist etwas, was wir erkennen. Wir erkennen, dass es ein Unrecht ist, Frauen zu unterdrücken oder Sklaven zu halten und so weiter. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, das ist nicht eine Konvention. Mhm. Ja, dann wäre das vorher ein Recht gewesen, Frauen zu unterdrücken, weil das war ja Konvention und die meisten Frauen haben es auch akzeptiert. Ja? Mhm. So, nein, das war falsch. Es war auch ex post falsch. Ich kann sozusagen über die historischen Zeitpunkte hinweg sagen, das war nicht in Ordnung. Und wenn man dieser Meinung ist, dann stellt sich sofort die Frage, ja Moment, Gerechtigkeitstheorie hatten wir vorher aber irgendwie definiert über die Zustimmungsfähigkeit. Wie kommen jetzt hier diese objektiven Menschenrechte ins Spiel? Mhm. Und da würde ich genau diese sozusagen Einfallstor nehmen unter vernünftigen Bedingungen. Vernünftige Menschen wissen, dass Individuen Rechte brauchen, garantierte Rechte brauchen, um ihr Leben so leben zu können, dass menschenwürdig ist. Mhm. Und deswegen akzeptieren sie den Kern jedenfalls der Menschenrechte, auch in der demokratischen Ordnung. Und damit haben wir sozusagen drei Konvergenzen, also Menschenrechte und Demokratie, und Demokratie und Gerechtigkeit konvergieren letztlich zu einer humanen Konzeption. Mhm. Jetzt ist ganz oft das Stichwort Vernunft vernünftigerweise gefallen. Sie haben ja auch das Buch Die gefährdete Rationalität der Demokratie publiziert. Da kommt ja im Titel schon Ratio, Rationalität, Vernunft vor. Wir hatten vorhin schon kurz die radikale Demokratietheorie, bei denen steht die Vernunft ja nicht wahnsinnig hoch im Kurs, sondern mehr, wenn man zum Beispiel Chantal Mouffe folgt, die Leidenschaft. Wie sehen Sie das denn im politischen Diskurs? Welchen Platz haben da vielleicht Emotionen? Leidenschaft ist nochmal ein anderes Thema, müsste man separat behandeln. Sollen die eine Rolle spielen? Dürfen die eine Rolle spielen? Oder sollten unsere Argumentations- und Entscheidungsgrundlagen wirklich rein auf Vernunft basieren?
Naja, also erstmal zu diesem Titel, damit es da kein Missverständnis gibt. Die gefährdete Rationalität der Demokratie, es war vielleicht ungeschickt gewählt, der Titel, das gebe ich schon zu, aber war natürlich so im Sinne von Ratio eben. Mhm. Was ist die Ratio der Demokratie? Ja, was ist das Spezifische? Wie kommen wir zu demokratisch legitimen Entscheidungen? Mhm. Und warum ist jetzt diese Form der kollektiven Entscheidungsfindung irgendwie gefährdet? Ja, So war es gemeint. Es war nicht so gemeint, dass also die Demokratie auf Rationalität beruht und die Rationalität jetzt nicht ausreichend. Also das ist sicher ein Seitenaspekt, aber so war der Titel nicht gemeint. Mhm. Ja. Und insofern war er vielleicht unglücklich gewählt. Sagen wir mal so, also ich bin ja schon Antipode. Und zwar nicht nur zu Chantal Mouffe, sondern auch zur ganzen schmidtianischen Tradition der Philosophie, auch zur kommunitaristischen. Mhm. In dem Punkt, also wenn man als Kommunitarist, die oft politisch eher links stehen oder in der liberalen Mitte auch stehen und so, also Michael Walzer ist ursprünglich von links, Dissent-Herausgeber, aber irgendwie würde ich mal sagen, steht er heute eher in der linken Mitte, oder eben Sandel, ja, sind Wähler der Demokratischen Partei ganz offenkundig und bemühen sich um mehr soziale Kohäsion und so weiter. Dennoch glaube ich, dass diese, bei Walzer ist es noch am wenigsten problematisch, aber bei Sandel ist es schon ziemlich problematisch und bei McIntyre sowieso. Da kommt dann so eine Vorstellung ins Spiel, wir sind, was wir sind, als Mitglied von Gemeinschaften und Communities. Und man kann sagen, was wir gegenwärtig erleben in dieser ganzen identitätspolitischen Debatte, ist eine Art verunglückter oder radikalisierter Kommunitarismus. Mhm. Also wenn man, das ist ja eine Formulierung von Michael Sandel, direkt, wir sind, was wir sind, in Abhängigkeit von den Gemeinschaften, denen wir zugehören. Naja, wenn es so ist, dann ist mein Selbstbewusstsein abhängig davon, welche Rolle diese Gemeinschaft in dem Staat spielt, in dem ich lebe. Mhm. Und dann brauche ich Regeln, damit diese Gemeinschaften einen Modus vivendi finden und sie wechselseitig respektieren. Ja, das ist aber eine starke Entfernung von den humanistisch-individualistischen, liberalen Grundlagen der modernen Demokratie. Und man kann es auch anders formulieren, man kann sagen, damit schreiben wir etwas fest, was nicht festgeschrieben werden sollte, nämlich die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften. Ich meine, gerade multikulturelle Gesellschaften sind dadurch geprägt, dass wir einer Pluralität von Gemeinschaften angehören, die ganz unterschiedliche Normen und Werte haben und wir trotzdem als Individuen irgendwie damit zurechtkommen müssen. Ich habe da mal so das Bild des Navigierens verwendet. Ja, also wir navigieren gewissermaßen durch eine Welt von kollektiven Identitäten und versuchen, unser eigenes dabei zu bewahren. Und die Erwartungen sind, je nachdem, wo ich gerade bin, unterschiedlich. Ja, ich kann einer bestimmten Glaubensgemeinschaft angehören, die bestimmte Werte und Normen haben und außerdem in einem sehr liberalen Stadtteil in einer Großstadt leben, die ganz andere haben und so weiter. Ja, ich kann der Gay-Community angehören und trotzdem ein strenger Katholik sein, was nicht so ganz leicht jedenfalls bis vor kurzem zusammenging und so weiter und so weiter. Und deswegen ist diese Festschreibung, wer bist du eigentlich, bis hinein in die ganz alltäglichen Praktiken in den USA. Ich war da mal Gastprofessor und musste dann da sagen, wer ich eigentlich bin. Und da haben sie mir so eine Liste vorgelegt. Ich habe es 1991, war es lange her, ich habe nicht verstanden, was ich sein soll. Also Hispanic bin ich nicht, ja, Native American auch nicht, Afro-American könnten manche vermuten, bin ich aber auch nicht und so weiter. Was bin ich eigentlich? Caucasian bin ich, okay, interessant, bin Caucasian. Ja, und was hat das jetzt für eine Bedeutung? Das hat die Folge, dass je nachdem zum Beispiel bei Wahlen diese Zuordnung oder jetzt APA, American Philosophical Association, Einladung zu einem Kongress, ich sollte ankreuzen, ob ich heterosexuell, homosexuell oder was auch immer bin. Sag ich, Leute, ja, das ist jetzt irrelevant. Ja. Und sollte irrelevant sein. Mhm. Ich sage, es wird ganz schlimm, ist, deswegen sehe ich auch durchaus dieses Verfassungsgerichtsurteil nicht nur negativ, was jetzt da in den USA zustande gekommen ist, aber da können wir nochmal separat drüber sprechen. Also, um zurückzukommen zu diesem entscheidenden Punkt, in dem Moment, wo ich die Idee, dass wir als Individuen zählen und erstmal nur als menschliche Individuen, weil wir Menschen sind, ja, oder meinetwegen Bürgerinnen und Bürger sind, nochmal ein bisschen Statusunterschied zu Nichtbürgern, die in einem Land leben, die schon in mancher Hinsicht einen anderen Status haben, weil sie zum Beispiel nicht wählen können, ja, Bürgerinnen und Bürger sind, das muss erstmal ausreichen. Und dann können wir sagen, ja, damit wir irgendwie Affirmative Action ausgleichen, Antidiskriminierungsmaßnahmen, so, deswegen wäre es ganz interessant zu wissen, wer ist Männlein, wer ist Weiblein, wer ist schwarz, wer ist weiß und so. Aber Vorsicht, wenn wir die Menschen dann
identifizieren über diese Gemeinschaftszugehörigkeit, dann geht diese Gemeinsamkeit der Demokratie nämlich verloren. Und das hat einen wichtigen historischen Hintergrund, weil der demokratische Nationalstaat nur entstehen kann, wenn er diese partikularen Gemeinschaften gewissermaßen überwölbt und sie auch relativiert. Meine Frau ist gebürtige Französin, deswegen kann ich das mit besonderer Glaubwürdigkeit vielleicht sagen. Frankreich ist ein katholisches Land, jedenfalls traditionell. Da ist auch, hat sich manches geändert, aber es ist durch und durch primär katholisch, protestantisch, spielt keine große Rolle. Muslimisch spielt jetzt eine zunehmende Rolle. Mhm. Und trotzdem ist es ein laizistischer Staat. Die katholische Kirche hat jedenfalls erstmal gar keinen Einfluss. Einzelne Politiker vielleicht mal, bei denen das noch funktioniert, aber an sich versteht sich der Staat als eben laizistisch. Laizistisch, wir sind neutral, ja? Das heißt, wir haben enge Verbindung zu den Kirchen, aber eben nicht, aber eben neutral. Mhm. Ist ein anderes Modell. Wie ist das überhaupt möglich? Naja, durch eine Idee der Republik, der Französischen Republik, die diese partikularen Zugehörigkeiten, selbst wenn diese Zugehörigkeiten, weiß nicht, 80-85% oder was der französischen Bevölkerung umfassen, sollen die immer noch keinen direkten Einfluss haben auf den Staat. Und das ist eine ganz wesentliche Botschaft. Das heißt, der Nationalstaat, der auch viel Probleme nach sich gezogen hat, wo sind die Grenzen und so weiter und was ist überhaupt Nation, ganz klar. Aber der Nationalstaat, der demokratische, liberale Nationalstaat, ist auch so gedacht, alle anderen Zugehörigkeiten werden relativiert durch die politische Zugehörigkeit als Staatsbürgerin oder Staatsbürger. Und der entgleiste Kommunitarismus in Gestalt der zeitgenössischen Identitätspolitik, das wissen die Vertreter gar nicht, ja, oder Vertreterinnen meistens und ihre Kritiker auch nicht, die wird ja meist als linksliberal oder so bezeichnet, ist eigentlich nicht linksliberal, ist linkskommunitaristisch meinetwegen, die brechen mit dieser Tradition und Chantal Mouffe, um darauf zurückzukommen, ist nun besonders problematischer Fall, weil ich sagen würde, es hat mich sehr erinnert, ihre Schriften an das, was man so in der Weimarer Republik von Demokraten lesen konnte, also Thomas Mann übrigens auch mit dabei, der wurde erst später zu einem überzeugten Demokraten, da gibt es einen ganzen Sammelband, wo einer, ein bedeutender intellektueller Schriftsteller, Professor und so weiter nach dem anderen sagt, naja, klar, wir leben in der Demokratie, aber eigentlich problematisch aus den und den Gründen. So. Und genauso ist es da auch. Ja, der Subtext ist eigentlich, wir wollen ein anderes System, aber gut, wir leben jetzt in der Demokratie und da muss man einiges in Kauf nehmen. So. Also da bin ich nicht so wohlwollend wie viele. Ich glaube, dass diese Radicals, die sich da auf Chantal Mouffe und andere beziehen, letztlich ihren Frieden mit der rechtsstaatlich verfassten, repräsentativen, gewaltenteiligen, liberale Freiheitsrechte garantierenden, Sozialstaatlichkeit etabliert habenden, ganz wesentlicher Teil aller Demokratien, Demokratie eigentlich ihren Frieden noch nicht gemacht haben. Nun haben Sie sich ja gerade auch schon auf die Weimarer Republik bezogen oder da eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht in der Zeit gesehen, wenn man jetzt mal ganz realpolitisch praktisch denkt. Würden Sie denn sagen, wir sind momentan in einer Zeit, wo sich die Demokratie vielleicht aufgrund von Identitätsfragen, die zu hoch gehängt werden, vielleicht auch aufgrund von anderen Gründen, wir befinden uns momentan in einer Krise. Ist das eine spezifische Krise oder sind das Strukturdefekte, die die Demokratie immer hat und vielleicht auch aushalten muss? Naja, also sagen wir mal so, ich bin ja so vom Naturell her eher Optimist. Ja, sollten Humanisten, sollten auch immer Optimisten sein. Wir vertrauen auf die vernünftige Menschennatur und auf ihre Fähigkeit, die Dinge irgendwie zu lösen und auch human zu lösen. Ich mache mir schon Sorgen, weil wir sozusagen gegenwärtig so eine Art Doppelangriff erlegen auf die Demokratie. Der eine Angriff, wenn man so will, kommt davon, dass eine Systemkonkurrenz entstanden ist, die es so früher nicht gab. Es gab, man könnte sagen, es gab immer die Systemkonferenz Sowjetunion, USA bis 1989, 90. Dann brach das sowjetische System zusammen. Das ist schon richtig. Das war aber im Grunde nur eine Zeit lang eine echte Systemkonkurrenz. Dann war die Sowjetunion eigentlich als ein attraktives, politisch alternatives Modell nicht mehr attraktiv. Es war eben bis auf die Zähne bewaffnet und mit den USA die größte Nuklearmacht der Welt, übrigens heute auch noch, vergessen manche, die heutige Russland, damals Sowjetunion. Und jetzt ist es anders. Jetzt ist es in der Hinsicht wirklich anders geworden. China ist ein echter ökonomisch-technologischer Konkurrent.
China wird demnächst das Bruttoinlandprodukt der USA überrunden, trotz der noch bestehenden oder wieder bestehenden Probleme, die mit Corona vor allem zusammenhängen in China, niedrige Wachstumsraten und so weiter. Und ist technologisch nicht abgehängt, also auch in dem digitalen Bereich nicht abgehängt, haben ihre eigenen Angebote, die durchaus konkurrieren können, ja, nicht ganz, aber durchaus konkurrieren können. Und China ist traditionell ein Magnet in Asien, Südasien, Ostasien, sodass also auch immer mehr Staaten sich auf diese neue Supermacht hin ausrichten, auch in Afrika enge Verbindungen entstehen und so weiter. Und es ist hocheffizient. China macht vor, wie man schnell agieren kann, wie man bestimmte Probleme schnell löst. Klar, es ist eine Diktatur. Aber diese Verbindung von wirtschaftlicher Effizienz, technologischem Fortschritt und Diktatur, auch Kapitalismus, eigentlich teilweise sogar menschlichster Kapitalismus in China, macht dieses System zu einem Konkurrenten. Ja, jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Und wenn die Leute fragen, wo wollt ihr leben, sagen die wenigsten in China, aber man soll das nicht unterschätzen. Ja, und dann kommt die innere Erosion. Ja, die innere Erosion, die mit der äußeren vielleicht da und dort zusammenhängt, aber das ist nur ein eigenes Forschungsfeld, das genauer zu untersuchen. Schon auffällig, dass jedenfalls die Kräfte, die intern die Demokratie in Frage stellen, eine gewisse Sympathie haben für meistens Russland, nicht so sehr China, aber auch für China Verständnis aufbringen. Das ist eben der Rechtspopulismus, in Teilen auch der Linkspopulismus, Chavez ja, oder so in Südamerika. Und das ist so eine Art Klammerbewegung. Und jetzt kann man sich sagen, ja, ist das jetzt einfach das Aufkommen von äußeren und inneren Feinden? Äußere Feinde, ja, klar, Feind ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Konkurrenten. Und, oder ist das noch, hat das noch eine tiefere Ursache? Und mein Eindruck ist, es hat tiefere Ursachen, die zum Teil damit zusammenhängen, das ist eine Debatte, die wir auch in dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe relativ intensiv geführt haben, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wird jetzt im Herbst übrigens, wenn die Proceedings rauskommen dazu, also normative Konstituenzien der Demokratie, nämlich die Frage, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass so viele Entscheidungen delegiert sind an Institutionen, die demokratisch nicht mehr kontrolliert werden? Also jetzt kann man sagen, EU ist demokratisch kontrolliert, naja, aber nur relativ schwach ja, über die Exekutiven, nämlich die Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Aber das Europäische Parlament spielt nicht die Rolle, wie Parlamente normalerweise in Demokratien spielen. Die Regierung, wenn man das Regierung nennen will, schon problematisch, die Europäische Kommission, ist eine Allparteien streng genommen, wird das automatisch fast eine Allparteienregierung, weil nämlich jedes Land einen Kommissar stellt. Ja, und die schicken jeweils die aus der Partei, die die Regierung stellt. Ja, so. Oder die in der Regierung vertreten ist. Also wir haben eine ganz komische Konstellation. Es gibt keine echte parlamentarische Kontrolle einer Regierung. Diese Regierung ist keine Regierung mit einer bestimmten Richtung oder jedenfalls nur dadurch, dass die Kommissionspräsidentin eine Richtung darstellt. Aber da sitzen Sozialdemokraten, da sitzen Grüne, da sitzen Konservative, alle in diesen Kommissionen mit drin. Und wir haben eine Gesetzgebungsinstanz, die eigentlich für die Legislative nicht zuständig ist, das ist nämlich die Exekutiven. Also ein ganz, man muss das sagen können, ohne das heißt europafeindlich, die Europäische Union ist keine Demokratie im strengen Sinne. Und erst recht gilt das natürlich für internationale Schiedsgerichte, gilt es für auch völkerrechtliche Vereinbarungen. Also ich bringe mal einen heiklen Punkt, wir haben eine heftige Debatte über Migrationspolitik. Und die allermeisten sagen, jetzt ist ja vor kurzem aus der CDU ein Vorschlag gekommen, das individuelle Asylrecht oder das individuelle Recht auf Asyl ganz abzuschaffen. Das ist ja schon sehr eingeschränkt durch 16a. Und dann sagen unisono so gut wie alle Wissenschaftler und fast alle Politiker sagen, geht nicht. Genfer Flüchtlingskonvention und andere internationale Rechtsnormen. Jetzt sagen dann die Leute unter Umständen, ja Moment, sind wir eine Demokratie oder nicht? Wir wollen das doch bestimmen können. Durch Wahlen zum Beispiel. Kann nicht sein, dass es alles vorgegeben ist, dass uns da die Hände gebunden sind. Also das sehe ich durchaus kritisch und bin der Meinung, ja, wir brauchen majoritäre Institutionen. Es muss aber auch klar sein, dass die Demokratie sich schwächt, wenn sie immer mehr Entscheidungen an Institutionen verlagert, die nicht mehr kontrolliert sind. Und das hängt ein bisschen mit Demokratie sozusagen Erosion der Demokratie zusammen, denn man muss, wenn die Menschen den Eindruck haben, diese Internationalisierung und Verrechtlichung der politischen Praxis führt zu einem Kontrollverlust,
dann ist das ein Konjunkturprogramm für rechtspopulistische, manchmal auch linkspopulistische Parteien. Das erleben wir jetzt. Meloni in Italien, ja, Schwedendemokraten in Schweden und so weiter. Orban, Peace in Polen. Vielleicht Le Pen nach dem Abgang von Macron in Frankreich. Das ist dieses Aufbegehren von vielen, die sagen, Moment, ich blicke nicht mehr durch, wir haben ja sowieso nichts zu entscheiden, die EU macht, was sie will, irgendwelche dubiosen internationalen Abkommen fesseln uns und so. Also man muss deutlich machen, die Demokratie ist vital. Ja? Und wenn das der Eindruck entsteht, das ist sie nicht mehr, dann haben wir ein Problem. Also ich glaube, das ist ein wesentliches Element. Die Leute müssen den Eindruck haben, Demokratien sind in der Lage, die ganz großen Probleme, Klima natürlich auch, zu bewältigen. Und zwar ohne, dass uns der ganze Laden in die Luft fliegt, weil ein Teil der Bevölkerung da nicht mit kann. Jetzt haben Sie gesagt, eine Möglichkeit, auf diesen gefühlten, vielleicht auch tatsächlichen Souveränitäts- und Kontrollverlust zu regieren, ist, in den Rechtspopulismus oder in den Linkspopulismus abzudriften. Andere Demokratietheorien stellen ja auch sowas fest wie eine Politikverdrossenheit, die sich dann in politische Apathie oder Lethargie äußert. Also dass man sich zum Beispiel eher ins Private zurückzieht, vielleicht gar nicht mehr an Wahlen beteiligt etc. Halten Sie das auch in unserer gegenwärtigen Demokratie für eine gefährliche Sache, für etwas, was zur Krise beiträgt, oder ist es wirklich eher die Radikalisierung an den Rändern? Also das hat sich geändert. Also diese, sagen wir mal, politische Abstinenz, die Ego-Gesellschaft, die sagt, na, ich will Geld verdienen oder ich will meinen Spaß haben und sonst ist mir alles egal, so ein bisschen schichtenspezifisch, ja, die einen wollen eher Geld verdienen, die anderen eher Spaß haben, also ich karikiere jetzt etwas, da gibt es ja auch so soziologische Analysen dazu, also die einen Schichten, die eher auf Abstand und ja, Distinktion, so wie das dann die manche Soziologen nennen, Wert legen und die anderen, die mehr darauf Wert legen, dass sie eben gut leben können, ja, so und so und dann läuft es auseinander. Die Zeit ist vorbei. Ja? Also das Auffällige ist ja, dass wie immer diese Ambivalenz, dass der Rechtspopulismus zu einer Repolitisierung geführt hat. Na, viele, die vorher gesagt haben, ach, sind sowieso alles Idioten, kümmert mich nicht, auch egal, so, lasst mich in Ruhe, die sind auf einmal engagiert. Ja, und es gibt schon einige Stimmen, sogar in der Wissenschaft, die dann sagen, nein, das ist ja was Positives. Wir haben eine Repolitisierung, stärkt die Demokratie. Naja. Also, und auch dieser Rückzug auf private Interessen, der so in den 90er Jahren vor allem so sich langsam durchsetzte, in Nullerjahren, ne? So alles ist Ökonomie und die Politik, die lassen wir machen, die sollen möglichst wenig sich einmischen, das ist ja längst vorbei. Mhm. Ja. Ich glaube, da hat auch die Weltfinanzkrise, Weltwirtschaftskrise 2009, 10, 11, 12, Staatsschuldenkrise, die dann folgte in Europa, eine große Rolle gespielt. Die Leute haben da endgültig eingesehen, aha, ohne Staat geht es nicht. Aber wenn es ohne Staat nicht geht, dann erwartet man vom Staat was. Ja? Und die Antwort darauf, was heißt das eigentlich? Ohne Staat geht es nicht. Die internationalen Finanzmärkte, die sind halt völlig dysfunktional bis heute. Ja, Glück, dass bislang noch nichts Schlimmes passiert ist. Wird sich schon nochmal demnächst wiederholen, vermutlich. Ja, wer regelt denn das? Wo sind denn die Institutionen? Es waren ja die Retter in der Not. Das ist auch für manche, die immer der Meinung waren, der Nationalstaat hat sich eigentlich überlebt. Das geht in die Region und es geht nach oben, Europäische Union und internationale Vereinigungen oder Verträge. Die wurden ja widerlegt. Wer hat denn in der Weltfinanzkrise die Kohlen aus dem Feuer geholt? Das waren die Nationalstaaten. Das waren nicht Europa, nicht die Europäische Union, geschweige denn World Trade Organization oder Weltbank. Nichts dergleichen. Die haben alle keine Rolle gespielt. Sondern es waren die Nationalstaaten, die sich als viel stärker erwiesen haben, als die meisten auch in der Politikwissenschaft angenommen haben. Der Staat kann, wenn er will, in einer solchen Situation eingreifen und die Dinge zum Guten wenden. Da muss man auch fairerweise sagen, das hat die USA besser gemacht als auch Deutschland. Die haben sogar ihr ganzes Geld wieder zurückbekommen, was sie da ausgegeben haben. Sind ganz massiv rein, ja, und haben die Banken an die Kandare genommen. Also die Nationalstaaten sind handlungsfähig. Aber das ist dann auch die Erwartung, wenn sie handlungsfähig sind, dann auch was zu tun. Was ist bei Klima? Was ist bei Migration? Was ist bei sozialer Ungleichheit? Was sind genau die Angebote, die programmatischen? Und das ist, glaube ich, eben Teil dieser Krisendiagnose, dass wir zu wenig programmatische Substanz haben. Ja. Deswegen können auch die Rechten
Rechtspopulisten so locker das alles angreifen, weil das so dünn ist, ja, weil da wenig Substanz da ist. Und wenn dann da auch substanzlose Kritik geäußert wird, fällt das gar nicht so auf. Mhm. Ja. Also ist eine interessante Frage, woran liegt das? Also ich, dadurch, dass ich mich lange engagiert habe, selber mal in einer Bundesregierung auch war, auch Funktionen wahrgenommen habe in der SPD eine Zeit lang. Deswegen ist mein Eindruck schon der pragmatische Politikmodus, der hat sich so peu à peu in immer radikalerer Form durchgesetzt. Und Merkel ist nun der Ausbund rein pragmatistischer Politik, also pragmatischer, sagen wir lieber, ich bin Anhänger des US-amerikanischen Pragmatismus, deswegen will ich den Ausdruck nicht durch den Kakao ziehen, rein pragmatischen Politikstils. Merkel hat alles vermieden, was sie irgendwie festlegen könnte, langfristig, programmatisch. Sie hat den letzten Fehler aus ihrer Sicht gemacht, wann war das, 2003 auf dem Leipziger Parteitag, wo sie also ein ganz radikales, libertäres Umbauprogramm plädierte im Sinne des Neoliberalismus. Damit hat sie beinahe die Wahlen verloren, 2005, und dann nie mehr. Ich mache nie mehr eine programmatische Aussage. Ich laviere mich irgendwie durch die Stimmungslagen. Keine Regierung hat so viel Umfragen in Auftrag gegeben wie die Merkel-Regierung und sich immer wieder nach diesen Umfragen gerichtet, die Leute streiten lassen, am Ende dann den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Und wenn schief ging, sehr schnell und manchmal falsch entschieden. Also Fukushima so ein Beispiel, geht ein Kernkraftwerk in die Luft, innerhalb von wenigen Wochen wird der Ausstieg beschlossen, der vorher aber schon mal beschlossen war unter Schröder, sehr viel seriöser, unseriös mit Schadenersatzforderung und so weiter. Auch die Umgang mit Flüchtlingskrise, dieses Muster, keine Programmatik, keine Idee, schnell reagieren, damit man die nächsten Landtagswahlen gewinnt, dann hat sie in Baden-Württemberg trotzdem verloren. Ja? Mhm. So. Und damit haben wir einen Verlust an programmatischer Substanz in Deutschland. Das gilt nicht für alle Länder gleichermaßen. Also man kann an Macron vieles rumkritisieren, aber der ist ein sehr programmatischer Politiker, auch was Europapolitik angeht. Er wird ja immer so am langen Arm, lässt man den verhungern. Immer wenn er wieder an Deutschland appelliert, doch gemeinsam, und sagt, naja, das ist uns alles viel zu verkopft. Nee, dann überlegen wir mal, schauen wir mal. Und dann lässt man ihn alleine, auch in der Außenpolitik. In Italien, die Rechte hat natürlich ihre eigene Programmatik, aber die Linke hat wenigstens noch programmatische Elemente. Bei uns ist es sehr dünn geworden. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, eine Gefahr. Dieser Ratschlag an die Demokratie, quasi mehr auf Zukunftsvisionen, auf langfristige Programmatik zu setzen, erinnert mich auch ein bisschen an die Diskussion um Gegenwartsfixiertheit der Demokratie. Ja. Presentism, Shortermism sind ja so die Schlagwörter, die in der Politikwissenschaft diskutiert werden. Ein Vorschlag, der da oft gemacht wird, um dem irgendwie entgegenzuwirken, ist ja die Einführung von so einem Zukunftsrat. Wäre das auch in Ihren Augen eine plausible Lösung oder... Also sagen wir so, dass man den Bürgerverstand, den Verstand der Bürgerinnen und Bürger stärker einbezieht. Dieser Teil auch meiner Vorschläge gibt. Also für die Körperstiftung drei Studien geschrieben und die letzte kommt jetzt demnächst raus. Jetzt im September wird sie publiziert. Da geht es also um die Rolle von Zivilkultur. Und da und auch an anderer Stelle habe ich immer wieder gesagt, also ich habe schon den Eindruck, nicht in allen Fragen. Also wenn Sie jetzt finanzwirtschaftliche Fragen klären wollen am Stammtisch, das geht einfach schief, weil die Leute irgendwie mit Zahlen nicht umgehen können und Milliarden und Millionen verwechseln und so weiter. Also das ist nicht sehr sinnvoll. Außenpolitik ist auch nicht viel besser, weil eben da oft der Überblick fehlt. Aber wenn es darum geht, wie soll sich unser Stadtviertel entwickeln? Brauchen wir zusätzliche Krippen und Schulen oder brauchen wir eine Umgehungsstraße? Dann sind die Kompetenzen oft sehr hoch. Und auch Leute, die sich nicht auskennen in bestimmten Bereichen, können sich dann, wenn sie informiert sind, sehr wohl ein Urteil bilden. Es gibt auch empirische Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel allein schon die Möglichkeit eines Volksentscheids oder eines Bürgerentscheids dazu führt, dass wenn der ansteht, dass die Leute sich dann informieren. Und auf einmal haben sie ein wohlbegründetes Urteil. Vorher hatten sie eine Intuition. Übrigens, schönes Münchner Beispiel, hat die CSU immer eine Kampagne gefahren für die Untertunnelung des Mittleren Rings, ja, damit man da kreuzungsfrei und so weiter fahren kann, waren 85% der Münchner Bevölkerung dafür, die SPD war dagegen, der SPD machte zunehmend Probleme. Dann hat der Gauweiler, glaube ich, durchgesetzt, dass also es zum Volksentscheid und Bürgerentscheid kommt. Und von Woche zu Woche, Monat zu Monat, der Entscheid kam immer näher, sank der Anteil der Befürworter immer weiter ab. Weil auf einmal kamen so Fakten ans Tageslicht, wie viele Kindergärten und Krippen man bauen könnte für die Summe, die also eine einzige Untertunnelung mit sich bringt.
dann werden die Leute stutzig und sagen, na, wenn das so ist, bin ich vielleicht doch nicht für den Tunnel, obwohl ich mich jeden Tag ärgere auf dem Mittleren Ring, dass es da Stau gibt. Ja. Mhm. Ich glaube, da eine ganz knappe Mehrheit. Und ursprünglich bei den Umfragen war das ganz anders. Also deswegen bin ich auch für Elemente direkter Demokratie in Kommunen und Ländern. Bundesebene bin ich schon skeptisch, weil da die Emotionalisierungsmaschinerie zu gefährlich ist, siehe Brexit. Ja, sowas kann dann passieren und ist schwer wieder rückgängig zu machen. Aber auf kommunaler Ebene zumindest bin ich dafür. Ich bin dafür, dass sich die Verwaltungen, früher hatte man so das Politik, auch in der Politikwissenschaft dieses Bild, naja, es gibt die Parlamente, die machen Gesetze. Und die Exekutive, also die Verwaltung, die arbeiten auf der Grundlage dieser Gesetze. Und die politische Kontrolle geschieht folgendermaßen. Einmal dadurch, dass wir die Leute wählen, die die Gesetze machen. Und zum anderen, dass wir in der Exekutive Ministerinnen und Minister haben, die eben diese Gesetze ausführen. Und wenn die das falsch machen, dann können wir politisch die zur Verantwortung führen. Die stehen in der Öffentlichkeit. Punkt. Das ist längst obsolet. Also die Verwaltungen sind als eigenständige Akteure anerkannt. Die spielen eine große Rolle. Man kann Gesetze so und so auslegen. Man kann das so machen oder auch anders. Sonst bräuchte man überhaupt keine kommunale Demokratie. Das ist ja keine Gesetzgebungsinstanz, sondern die führen ja eigentlich nur aus und sind Verwaltung. Und Transparenzgesetze, dass es offengelegt werden muss, was lag da eigentlich vor, welche Dokumente werden verwendet, warum werden Entscheidungen getroffen, was ist beraten worden und so weiter. Das heißt also, man sieht auf einmal, die Verwaltung ist essentieller Teil einer demokratischen Ordnung. Ja, aber diese Verwaltungen sind oft überfordert. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, frühzeitig den Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger stärker einzubeziehen. Ich verstehe völlig, dass es auch eine Abwehrreaktion auf Seiten der Verwaltung gibt. Ich habe mal eine Kulturverwaltung in einer Kommune, nämlich in München, geleitet. Mhm. Und die Leute sagen, ja, und das auch noch. Wir haben viel zu tun und dann müssen wir da auch noch und so weiter. Das verstehe ich. Trotzdem, siehe Stuttgart 21, wenn man die Bürgerschaft außen vor hält und dann fällt es einem auf die Füße 10 Jahre oder 15 Jahre spät, das ist dann auch nicht schön. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich dafür immer plädiert, aber nicht jetzt im Sinne einer Ersetzung. Das ist der entscheidende Punkt. Auch jetzt, was entschieden worden im Deutschen Bundestag mit diesem Bürgerrat. Mhm. Wie viel sind das? Irgendwie eine Menge Leute, ne? 400 oder wie viel, die da rausgelost wurden. Mhm. Das ist ja nicht ein Parlament. Da werden ja keine Gesetze beschlossen, sondern die sollen beraten. Und da muss man nochmal genau hinschauen, wie der Modus ist. Ich finde, alles, was diese Beratung so doch dann so gesetzgebungsartig macht, am Ende soll ein Vorschlag rauskommen, ist schon problematisch. Interessanter wäre, die beraten, sie können sich beliebige Expertisen dazu holen, so ist es ja auch gedacht, ja? Experten, Expertinnen, die da ihre Positionen vortragen. Und dann sieht man, wie sich die Meinungen verändern, wohin sie konvergieren, aufgrund von Beratung. Das ist dann interessante Information für die Politik. Aber dass dann am Ende was rauskommt, was dann das Parlament entweder übernimmt oder verwirft. Gut, ich muss mir das nochmal genau anschauen, aber das ist jedenfalls in meinen Augen der falsche Weg. Also ich bin sehr dafür, dass man auch die Verbindung wieder stärker zwischen Bürgerschaft und Parlamenten hinbringt bekommt. Die war früher deswegen stärker, weil die meisten Parlamentarierinnen, meistens waren es damals ein Parlamentarier und nur wenige Parlamentarierinnen, in den Nachkriegsjahren und in den 60er Jahren noch, die kamen ja aus ihren Berufen, die kamen mitten aus der Gesellschaft. Das hat sich verändert. Jetzt sind die allermeisten ja von Studium, vielleicht schon vorher ab, Parteifunktionäre oder Verbandsfunktionäre, haben keinen Beruf außerhalb ausgeübt, sitzen dann in den Parlamenten. Und damit entkoppelt sich gewissermaßen die Bürgerschaft von den Politikerinnen. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Ihr Punkt, mehr bürgerlichen Sachverstand einbinden, hat mich sozusagen zur genau gegenteiligen Frage geführt. Wir hatten ja jetzt in der Corona-Pandemie eine Zeit, wo sehr viele Expertinnen aufgetreten sind, WissenschaftlerInnen, medial, in der Politikberatung, vielleicht auch direkt in politischen Entscheidungen. Andere wiederum würden sagen, ja, eine Expertokratie, daran wollen wir nicht verfallen. Wie würden Sie das Verhältnis von Expertise, WissenschaftlerInnen und Demokratie bewerten? Ist das eine gute Sache, mehr Wissenschaftler einzubeziehen? Also, dass man die Wissenschaft in einer modernen, komplexen Gesellschaft einbeziehen muss, um vernünftige Entscheidungen zu treffen, liegt im Grunde auf der Hand. Da gibt es auch bestimmte Instrumente. Ein Instrument ist die Sachverständigenanhörung, die es bei Gesetzgebungsvorhaben ja auch gibt. Die ist ziemlich frustrierend, so wie dies im Bundestag jedenfalls abläuft. In Landtagen, finde ich, so kann man es nicht fortführen.
Da hat man dann 3 Minuten Zeit. Ich war auch mal 2-mal Sachverständiger des Deutschen Bundestages. Also mal auf der anderen Seite sozusagen, sowohl auf der wie auf jener Seite. Und ich war auf der politischen Seite und habe mir die Sachverständigenanhörung dazu Gemüte geführt. Also so ist es nicht gut, zumal die Sachverständigen dann meistens von der Fraktion ausgesucht werden. Und zwar danach ausgesucht werden, ob das Leute sind, die den eigenen Standpunkt haben. Das ist auch für die Wissenschaft nicht gut, weil da entsteht so der Eindruck, die Wissenschaft ist auch beeinflussbar, käuflich gewissermaßen. Man verdient dabei nichts. Ich habe dazu auch einen konkreten Vorschlag unterbreitet, der gegenwärtig noch institutionell nicht umsetzbar ist, aber ich glaube, irgendwann wird es darauf hinauslaufen. Nämlich, dass die Politik, wenn sie Beratungsbedarf hat, sich an eine Institution wendet. Zum Beispiel eine Nationale Akademie der Wissenschaften. Die müssen dann dafür sorgen, das muss gesetzlich bestimmt sein, dass das Spektrum wissenschaftlicher Meinungen fair repräsentiert in diesem Gremium dann oder in der Gruppe von Sachverständigen, die sie zusammenstellen, vertreten ist. Also nicht nur das, was dem jeweiligen Präsidenten der Akademie vielleicht besonders gefällt. Und dann muss die Politik damit rechnen, dass sie unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen präsentiert bekommt. Nicht eine. Ja. Und das Ganze hat einen interessanten Hintergrund. Ich meine, die politische Linke, die ja auch zum großen Teil kernkraftkritisch war, war über Jahrzehnte eher wissenschaftsskeptisch und hat diesen Komplex industriellen, militärischen, wissenschaftlichen Komplex kritisiert. Jetzt kritisieren das fast mit derselben Wortwahl eher die Rechten. Und linke, jüngere Aktivisten und Aktivistinnen sagen, hört auf die Wissenschaft. Das ist schon wirklich für einen etwas Älteren schon fast irritierend, weil eigentlich die Linke immer wissenschaftskritisch auch war. Die sagt, das Kommerz spielt da viel zu große Rolle. Das ist der Einfluss von Pharmakonzernen auf die medizinische Wissenschaft spielt so eine große Rolle. Und das Militär auf die Naturwissenschaft, speziell auf die Physik und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen da kritisch sein. Jetzt heißt es, hört auf die Wissenschaft. Dieses hört auf die Wissenschaft funktioniert ganz gut noch im Bereich Klima. Daher kommt vielleicht auch ein Teil dieser neuen Heroisierung der Wissenschaft, die mir als Wissenschaftler sympathisch sein müsste, aber gerade als Wissenschaftler sage ich Vorsicht. Die Wissenschaft ist nicht monolithisch. Gute Wissenschaft streitet. Und es ist schon richtig, dass bleiben wir bei diesem Beispiel jetzt, dass sich die allermeisten Expertinnen und Experten einig sind, dass der Anstieg von CO2, massiver Anstieg seit Beginn der Industrialisierung, vor allem seit den 1950er Jahren, dass der da eine Rolle spielt. Aber alles andere ist umstritten. Es ist zum Beispiel nach wie vor umstritten, ob das Klimaoptimum im Mittelalter, was deutlich über der jetzigen Temperatur übrigens lag, was wir in Europa haben, deutlich drüber, Optimum, was immer als positiv bezeichnet wurde für Europa, ob das ein globales Phänomen war oder nur ein lokales. Komischerweise gab es das in den USA auch, wenn auch ein bisschen zeitlich verschoben. Was die Ursachen sind für die starken Klimaschwankungen, wir tun ja immer so, vorindustriell war alles gleich und dann auf einmal ging es durch die Decke, das ist einfach Unfug, das ist nicht wahr. Ja? Und was genau war es dann im Einzelnen, was diese verschiedenen Klimaentwicklungen, und dann wird gestritten über Klimadeterminismus, der Untergang des Römischen Imperiums wird von vielen auf die Verschlechterung des Klimas, also Erkaltung, nicht Erwärmung, Erkaltung des Klimas durch Völkerwanderung, weil auf einmal die Ernten ausfielen und so. Und andere sagen, nein, nein, das war nur ein Nebenaspekt. Eigentlich ging es um andere Probleme. Also die Wissenschaft streitet. Und wenn die Politik erwartet, die Wissenschaft sagt uns dann, was wir tun sollen, hat es noch ein viel grundlegenderes, sage ich Ihnen als politische Theorie auch vertreten. Ja, Moment, woher kommen eigentlich die Normen? Die Wissenschaft ist zuständig für empirische Fragen, also die Einzelwissenschaften. Vielleicht nicht die Jurisprudenz und nicht die Philosophie und so, aber ja. Das heißt, eigentlich können die nur Zweck-Mittel-Relationen, allenfalls. Auch dazu fehlt meistens die Kompetenz, weil die Wissenschaft sehr kleinteilig ist, extrem spezialisiert. Das heißt, ein kleiner Ausschnitt der Realität, da sind die Expertinnen und Experten. Aber jenseits dessen, schon innerhalb der Wissenschaft, gemeinsame Auffassungen herzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Gemeinsame Projekte durchzubringen, ganz schwierig, weil die Sprachen auch unterschiedlich sind, sogar innerhalb einer Disziplin. Und das dann von der Wissenschaft zu verlangen, gegenüber der Politik, denen zu sagen, was jetzt richtig und falsch ist. Also ich kann es konkretisieren in der Corona-Krise, wenn man zum Beispiel Kinderpsychiater gefragt hätte, soll man Schule schließen? Dann sagen die natürlich mit wissenschaftlicher Expertise auf keinen Fall, weil das die und die Nachteile hat. Die kamen nicht durch damals. Es gab viele Warnungen damals, die kamen nicht in die Medien. Auch ein interessanter Punkt. Wenn man Ökonomen fragte, soll man die, ja, gab solche und solche, aber viele sagten, nee, auf keinen Fall. Wir können jetzt nicht in der Weise die Wirtschaft runterfahren. Stellen Sie sich mal vor,
das wäre so weitergegangen, ja, wir hätten keinen Impfstoff gehabt, dann hätten wir uns ja ruiniert. Da gab es sehr unterschiedliche wissenschaftliche, je nachdem aus welcher Ecke, Soziologie oder Virologie oder Epidemiologie, gab ein bisschen Streit zwischen, genau hinschaute, zwischen Epidemiologie und Virologie. Die Virologen dominierten die Debatte, sind aber eigentlich gar nicht so richtig zuständig, sind eher die Epidemiologen. Die waren oft in der Minderheitenposition. Also wie auch immer, ist die Wissenschaft, die wissenschaftliche Meinung gibt es in den seltensten Fällen. Sie ist pluralistisch, sie ist fallibilistisch, man kann sich irren. Und vor allem hat sie keine normative Kompetenz. Die normative Kompetenz ergibt sich aus parlamentarischer Beratung, aus öffentlicher Debatte, aus öffentlicher Vernunftgebrauch. Ja. Kann man sagen, ist alles naiv, aber das ist nun mal die Idee der Demokratie. Und da müssen wir Werte und Normen abwägen, welche Interessen spielen eine Rolle, wen kann man wie behandeln. Es war für mich schwierig, Sie wissen ja, ich habe sogar ein ganzes Buch da in der Corona-Krise geschrieben, überhaupt selbst unter Fachleuten klarzumachen, schaut euch doch mal bitte, ich als Philosoph, weil man in der unglücklichen Rolle ist, schaut doch mal auf die Daten, einfach auf die Daten schauen. Und dann kann man nicht mehr davon reden, dass die jungen Leute besonders vulnerabel sind. Sie waren gesundheitlich nicht vulnerabel, sind in der Corona-Pandemie unter den Jungen viel weniger gestorben als in jeder normalen Grippewelle. Das kann ich belegen. Wer das nicht glaubt, kann man nachweisen. Ja? Das heißt, die Jungen waren gesundheitlich nicht wirklich gefährdet. Und zwar Jungen 20, 30, 35, 40. Dann geht es so langsam nach oben. Das heißt, die mussten nicht geschützt werden. Die mussten vor was anderem geschützt werden, nämlich psychisch, ja, Depression, abgehängt werden in den Bildungseinrichtungen. Jetzt im Rückblick sagen viele, ja, hätten wir vielleicht doch nicht. Deutschland ist eines der Länder mit den längsten Schulschließungen, Krippenschließungen, Kindergartenschließungen. Hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen. Vielleicht hätte es pragmatische Lösungen gegeben. Vorerkrankte Lehrkräfte hätten zu Hause bleiben können. Ältere vielleicht auch, aber wenigstens teilweise den ganzen Betrieb aufrechterhalten. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Das war damals nicht möglich zu diskutieren. Aber sofort Corona-Leugner am Ende. Allein schon der Hinweis, dass Influenza für Junge gefährlicher ist als Corona, galt schon als hochproblematische Äußerung. Aber das ist nun einfach aufgrund der Statistiken belegt. Also das sehe ich eher kritisch. Ich finde es schön, wenn die Leute so viel erwarten von der Wissenschaft, dass sie zuhören. Das ist auch für uns eine Herausforderung, weil wir müssen uns dann so ausdrücken, dass wir verstanden werden in der Öffentlichkeit. Also was relevant war, zum Beispiel für Philosophie ist ja selten so unmittelbar relevant, aber in dem Fall doch, nämlich Risikoethik, ja, Kriterien des angemessenen Umgangs mit Risiken. Das ist ein Gebiet, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, das so rüberzubringen, dass er verstanden wird. Ja, kann man nicht sagen, ja, es sind deontologische Normen, sagen Sie, hä? Was sind deontologische Normen? Da muss man das irgendwie erläutern. Ja, so. Und das überfordert natürlich auch einen Teil derjenigen, die Wissenschaft zum Beruf gemacht haben. Ist allerdings ein sehr schönes Schlusswort zu sagen, Wissenschaft muss es schaffen, die Öffentlichkeit vielleicht auch zugänglich zu machen, ihre eigenen Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und verstehbar zu sein. In diesem Sinne würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war ein sehr anregendes, sehr angenehmes Gespräch. Ja, bedanke mich auch. Ja, es ist ja mal ganz schön, in einem solchen Format Gedanken mal zu Ende zu führen. Das geht in Talkshows nicht. Ja. Dafür sind wir da. Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Niederhöhn. Gut, schön. Thank you.